Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in den Katakomben. Wir sind in dem illegalen Teil der Katakomben. Oh, ich sehe da schon was. Ich sehe da eine Wand. Boah, du kommst auf so einen Gang zu und dann siehst du hier ganz viele Knochen aufgestapelt und tatsächlich noch hier so ein Schädel. Ich meine, der ist jetzt ein bisschen Dreck drin, ne? Aber nicht viel. Boah, noch nie in der Hack gehabt sowas. Hier ist der Knochenthron. Aus Knochen sowas hier zusammengebaut. Ja, hier vermuten wir, dass das mal so ein Brunnen gewesen ist. Was wir jetzt hier gefunden haben, hier gehen Leitungen lang. Das riecht hier so verbrannt. Ey, das geht bestimmt hier raus. So, wir sind am Ende angelangt. Hier ist eine Steilplatte, wo die wohl hinführt. Ach, hier, guck mal, hier ist schon wieder dieser gelbe Freckel. 20, gute 20 Meter. Ja, der ist aber voll geschüttet. Irgend so ein Wasserrohr, oder? Ja, wir werden uns jetzt aber auf den Weg wieder zurück machen. Die Leute hier unten sind alle nett. Hier auch gerade Bonjour, Bonjour, Bonjour. 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 Und guck mal, was da liegt. Liegt deine Jacke, ey. Da unglaublich. Ist wie geil. Das konnte nur sein. Ich glaube, 20 Minuten haben wir noch zum Lager und dann gibt es die Soda nochmal. Ja. Ihr wisst, ein Kaffee. So, wir sind wieder da. Es ist aber so ganz ruhig hier. Ja. Schlafen wir schon, ist aber Licht. Und jetzt Kaffee. Schlafen die anderen beiden oder was? Es ist sehr leise. Moin. Aber sie ruhen nur. Sind die anderen noch gar nicht da oder was? Sind die anderen noch gar nicht da? Nee, Leon und die? Nee. Guck mal, was ich gefunden habe. Ja, moin. Genau da, wo ich gedacht habe. Hast geschlafen? Hallo. Ja, Schwein auf, ey. Ja. Moin. Ich habe nur rumgelegen. Wir haben uns eben unterhalten. Ja. So, wieder im Hauptquartier quasi. Und jetzt gibt's erstmal Kaffee. Kaffee. Genau. Kaffee! Hallo? Hallo, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Kaffee, Stefan. Hast du Kaffee mitgebracht? Nee, ich dachte, ich kriege von dir jetzt einen Kaffee. Kein Wasser mehr hier. Habt ihr ein bisschen geschlafen? Noch? Nö. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen einfach die Augen zugemacht, ein bisschen gechillt, gewartet, dass ihr wiederkommt. Wart ihr bei den Knochen? Ja, beim Knochen, bei diesen Thron. Okay. Wir haben noch, wir haben einen Schacht gefunden. Aber die Wendeltreppe, die hochgeht, geht's da raus? Nein, ist eine Steilplatte. Ah, okay. Krass. Das könnte sein, dass da der Friedhof ist. Weil wir haben ja diese Brunnen gesucht, wo die Knochen reingeschmissen haben vom Friedhof. Ja, ich habe bei diesem Josh im Video gesehen, der war in so einem Raum. Da ist so ein richtiger Berg aus Knochen und dann ist da oben so ein eckiger Schacht. Und der ist halt auch komplett voll mit Knochen so. Also die haben die echt früher da so richtig reingeschmissen, ja, einfach. Heftig, oder? Ja, richtig krass. Ja. Aber wart ihr auch da bei dieser Treppe, die runtergeht, wo oben drüber die Schädel sind und so? Ja, ja. Ja, genau. Ja. Da will ich auch nochmal hin dann. Ja. Und Kimi, bei dir alles klar? Ja, alles bestens. Wir haben auf euch gewartet jetzt. Ja, so, wenn Robin soweit ist, wenn er jetzt kann oder wenn er... Nee, wir müssen ja noch auf Leon und die warten, weil wer will denn jetzt noch losziehen? Die sind ja immer noch nicht da. Genau, wenn Leon und so wieder da sind, dann müssen die halt mal hier bleiben und auf die Sachen aufpassen. Ne? Ja, ich bleib ja auch hier. Ah, okay. Ich war ja jetzt ja schon da. Ja, genau. Ich würde halt auch nur einmal noch dahin gehen, wenn Robin auch noch mal mitgeht dann später oder bald. Und dann, ja, bin ich auch. Und du willst das ja bestimmt auch noch sehen. Nee. Nein. Okay, dann pack Sachen, wir gehen wieder raus. So, Alter, Kaffee ist fertig. Prost. Prost, Robin. Ja, auf Prost, Taco. Prostata, auf die Prostata. Ah, herrlich. So. Ja, Berghard und ich sitzen gerade hier. Hallo. Jetzt sind Robin, Stefan, Hubi und Kimi sind jetzt nochmal unterwegs. Die klappern jetzt genau die gleiche Tour ab, die ich mit Robin schon abgeklappert habe. Und ja, das dauert jetzt circa 3 Stunden. Und ich glaube, im Nebenraum, da sind auch noch die anderen. Ja. Und der gute Berghard, der lässt mich hier nicht alleine. Deswegen ist er jetzt auch noch gerade bei mir. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen hier noch am Sachen zusammenpacken.
Und ja, eigentlich sind es ja 48 Stunden Katakomben, aber ein Teil wird schon eher rausgehen, weil wir haben eben halt schon alles abgeklappert und eine Nacht brauchen wir hier nicht mehr machen. Aber du bleibst noch drinne. Ich bleib noch drin. Genau, ja. Berkan bleibt noch hier. Ich denke mal, ich werde mit Robin, Kimi, Stefan. Kimi weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Ich glaube, die wollte auch noch hier bleiben. Ich glaube auch, dass ich hier bleiben will, falls ihr halt nicht, wenn ihr jetzt noch hier bleibt, also in Paris Umgebung und sie morgen mitnimmt, dann bleibt sie, glaube ich, hier. Ja, aber das sehen wir nachher alles so ein bisschen spontan. Erstmal müssen wir jetzt hier erstmal in 3 Stunden uns ausruhen, entspannen. Vielleicht hole ich ein bisschen Schlaf noch nach, obwohl ich bin ja wieder putzmunter irgendwie. Genau, dann melde ich mich nachher nochmal, wenn das Richtung zum Ausgang wieder geht. Ach ja, wie heißt er nochmal? Jerry und die Freundin heißt? Nadine. Nadine, genau. Die sind nämlich jetzt auch zu zweit, gehen die nämlich auch schon raus. Ja. Am Sonntag werden wir uns alle aber nochmal zum Frühstück oder so, wie ich das verstanden habe, nochmal im Allemann zusammentreffen. So ein Abschiedsfoto und sowas, ne? Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall, ich fand das mega spannend. War cool, auch die eine Nacht hier, mal komplett was ganz anderes. Man fühlt sich eigentlich schon hier so daheim, ne? Ja, so daheim, so, ne? Echt so, ne? Man weiß gar nicht mehr, was da oben abläuft. Ja. Wenn wir da wahrscheinlich aufkreuzen, dann 28 Grad Sonnenschein oder keine Ahnung. Obwohl, nee, das ist ja schon. 30 haben wir. Ja, ja. Nee, das ist ja schon 18, 19 Uhr ist das, glaube ich, schon, ne? Ist trotzdem so heiß. Ja. Da mal gespannt. Und dann, glaube ich, müssen wir auch noch über das Tor klettern. Das ist ja, glaube ich, dann abgeschlossen wieder. Das kann sein. Ja. Und genau, da würde ich mich nachher dann nochmal melden. Leute, wie ihr seht, ich bin wieder unterwegs mit Robin. Robin nimmt jetzt echt nochmal in Kauf, eine halbe Stunde mit mir hier nochmal zu einem Punkt hinzugehen, weil er vorhin mit den anderen unterwegs war. Und da hat er diesen Knochenbrunnen gefunden. Und ja, Kimi hat mir ein Bild gezeigt. Und dann musste ich unbedingt nochmal hin und habe den Robin gefragt, ey, können wir da bitte nochmal hin? Und das hat er jetzt echt hier nochmal ehrenhaft in Kauf genommen, jetzt hier nochmal. Abo da lassen. Ja, genau. Auf jeden Fall schaut bei ihm vorbei, ja. Habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir machen jetzt mal einen schnellen Schritt dahin. Halbe Stunde brauchen wir jetzt. Hin? Hin. Ihr merkt auch. Ja, ich bin auch ein bisschen außer Puste. Trotzdem müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Ist glatt. Aber das muss ich mir unbedingt anschauen. Und wir haben ja jetzt Zeit. Ja? Echt? Robin ist jetzt schon so oft hier lang gegangen, der kennt das hier schon aus dem FF. Wahnsinn. Jo, voll den Kopf gestoßen. Okay, hier war ich noch nicht. Oh, schon wieder so ein Windzug. Aber hier liegen auch schon wieder Knochen. Noch? Ja. Hier ragen ein paar Knochen aus der Wand. Oha, hier stecken Knochen in der Wand. Hier haben wir ein ganz lustiges Phänomen. Tatsächlich. Oh, alles man sieht ja die ganzen Knochen hier, ne? Ja. Raue Schnittkanten, weil sie einfach zerbrochen sind. Ihr werdet gleich sehen, warum sie zerbrochen sind, einfach durch die Last nach hier unten. Und hier vorne steckt ein Knochen, der gerade abgetrennt ist. Ne? Oh, vielleicht haben sie mal eine Knochensäge abgesägt. Genau. Schmerzlich getrennt durch Schrei und Träne, spitze Zähne, verspeimblutige Zähne. Nee, das war falsch. Späne. Egal. Ja. Guck mal hier. Du bist auch schon ein bisschen unterwegs heute hier. Ja. Und man sieht hier halt, ne, dass das eine saubere Schnittkante ist. Guck mal, man sieht sogar Spuren. An der Säge? Oh ja, ein bisschen, ja. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt vom Finger. Ah, das konnte auch vom Finger gewesen sein, weil ich da drüber gegangen bin. Ja, doch, ein bisschen sieht man, ja. Aber das sieht halt
Das ist rund, ja. Ne, schon abgerundet. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine Amputation war. Ja. So, und jetzt, mein Freund, ja. Gehe da rein. Da rein? Das ist der Brunnen. Viel Spaß wünsche ich dir. Hammer, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh mein Gott. Das ist ja Wahnsinn, wa? Alles voller Knochen. Und das ist das, was sie vom Friedhof alles dann hier runtergekarrt haben, runtergeschmissen haben. Der hat sich verstopft, ja. Oh, Steffo, da ziehst du einen Knochen raus und wups. Boah, aber fette Knochen da oben. Alter. Das ist ja mal Hammer. Der Weg hat sich doch noch gelohnt. Boah, das ist mal eben 30 Meter hoch, ne? Und das ist ja fast hier bis zum Ende unten. Alter, sprachlos gerade. Mega sprachlos. Dann stand bestimmt einer hier unten mit der Schubkarre und hat die alle in die Schubkarre rein und weitergefahren, ne? Und wer weiß, wie viele Brunnen die da noch von haben, die auch noch so verstopft sind, wa? Zugemacht waren, ne? Ja. Unglaublich. Boah, ist ein echt ein enger Gang hier. Und hier, guck mal, Robin hat sogar noch das Grippe zusammengebaut hier oder zusammengepuzzelt. Stefan musste ja 5000 Fotos machen. Ja, sowas sieht man ja auch. Ich denke mal, nur einmalig sieht man sowas. Aber es war echt super nett, Robin, ja, dass du mit mir hier nochmal hergegangen bist. Du musst ja auch nochmal ein Foto machen hier. Ja, okay, du darfst. Jetzt hier unten würde ein Becken kommen. Du kannst einen ganzen Menschen hier zusammenbauen, ne? Ein? Ja, 6 Millionen. Ist halt nur die Frage, welches passt zu wem, ne? Ja. Das ist schon heftig, ne? Das ist schon heftig, ja. Das lass ich hier stehen, ne? Guck mal, hier hat auch jemand Kaffee getrunken. Extra Kaffeebecher mit runtergeschleppt. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Und das ist nämlich jetzt unser Stichwort. Jetzt geht's nämlich wieder schnell zurück. Aber war sehr spannend, das zweite Mal hier lang zu rennen. Das war es auf jeden Fall wert. Und hier ist das so ein klebriger Lehmboden. Du denkst, jetzt ziehst du dir gleich die Schuhe aus hier. Boah, das ist aber auch eine Materialsubstanz. Ne? Alter, ab nach Hause. Boah. Vielleicht, wenn die hier mit der Schubkarre langgerannt sind, dass sie hier, weißt du, mit der Schubkarre hier in die, ja, in die Bucht reinfahren. Ah, um sich und zu überholen. Ja, ja, und dass der nächste dann mit der Schubkarre wieder zum Brunnen fährt, zum Knochenbrunnen. Das kann auch sein. Ja, ja, ich meine, das war ja erstmal Bergwerk. Das Knochengedüns kam ja viel später. Aber ja, ja, vielleicht haben sie es ja auch dafür. Da hat er ja kein Schienensystem drin. Nee. Ne? Ja. Dass sie wirklich hier mit den Karren oder mit Eimern, was weiß ich nicht, oder sich einen Stein genommen haben. Ja. Ne? Wundert mich überhaupt, ja, dass hier kein Schienensystem ist. Aber damals, ja gut, damals... Zu alt. Ja, da sind sie auch mit der Schiebkarre hier, ja, lang gefahren, um das Gestein nach A und B zu bringen. Ich sag mal Schiebkarre, ist auch egal, Schieb- oder Schubkarre. Ab und zu habe ich mal Versprecher. Ich sag ab und zu in Videos immer irgendwas Falsches, aber dafür seid ihr ja da. Und dann könnt ihr wieder Kommentare schreiben. Ob sich daran was ändert, das weiß ich nicht. Wenn man das einmal falsch sagt, dann sagt man das immer wieder falsch. Also nehmt mir das nicht übel und denkt daran,
nicht vergessen, mein Kanal zu abonnieren und zu liken. Das ist auch so die Gefahr, wenn man hier einmal so lang glitscht, dass man da reinfällt. Boah, Mensch. Boah, Leute, ich habe gerade richtig Sterne gesehen. Ich glaube, ein paar Kaffeebohnen war auch noch dazwischen. Oh.